Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder einschaltet zu einer weiteren Folge Omega Crafter mit eurem Erik Vikingson und der Valkyria. Heute steht alles im Zeichen der Weltstufe 6. Dafür werden wir jetzt alles tun. Ich habe noch was ganz Geiles gefunden. Wir haben irgendwo mal das bekommen. Ich glaube, irgendwann bei einem Boss. Oder in dem, haben wir das in dem Dungeon gekriegt? Ich weiß es nicht. Hier gibt es 500 Bits. Knall mal rein. Wir kriegen jetzt 532. Ja? Ich weiß nicht, ob das weiter nach oben geht, wenn wir das machen. Das ärgert mich jetzt schon wieder, wenn ich das nicht weiß. Ich würde es jetzt erstmal so machen. Wir haben 36 Bits. Um in die nächste Stufe aufzusteigen, brauchen wir 242. Wir wandeln das jetzt schon mal um. Dann bräuchten wir jetzt... Wir machen das. Komm, umwandeln. Ja, es deckt auf. Dungeon Standort. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir gucken natürlich jetzt erstmal kurz rein. So, wir können jetzt auch aus Stein bauen. Das ist natürlich mega cool. Dungeon Standort. Guck mal, jetzt zeigen sie uns die Dungeon an. Da wäre ein Dungeon. Leute, wir gehen in Dungeon, oder? Und dann können wir Stufe 6 reinbauen. Weil ich glaube, wir werden jetzt für hier in den Dungeon haben wir, glaube ich, was gefunden, was wir brauchen. Wir brauchen jetzt nochmal 700 Bits. Leute, wir gehen zum Dungeon. Es tut mir leid, ich habe irgendwie einen Frosch im Hals. Wir gehen jetzt in diese Richtung, gehen hier rüber und dann gehen wir da oben hoch. Da müssten wir schon fast dort sein. Auf geht's. Wie sieht's denn Pfeile technisch aus? Ihr seid so gut. Nächstes Dungeon, Leute. Rein da. Wenn wir Glück haben, kriegen wir da sogar noch Kupfer mit. Oh, da freue ich mich jetzt. Bei Dungeon Nummer 2, da sind wir dabei, ne? Das ist ganz klar. Weil man könnte ab und zu den Weltboss machen. Da kriegst du dann ja auch irgendwelche Kerne, die du für gewisse Gebäude brauchst. Aber lass uns mal kurz reingucken, was wir neu bekommen haben. Dass ich das jetzt nicht verraffe. Aber neu haben wir jetzt ja diese roten Truhen gekriegt, ist klar. Die Schilder kennen wir von gestern. Die Feldarbeit würde schneller funktionieren. Das müssen wir auf jeden Fall noch setzen. Ich weiß gar nicht, warum wir die nicht gesetzt haben. Strukturen hätten wir jetzt Stein. Aber das ist jetzt erstmal uninteressant. Wir müssen jetzt diese Richtung einschlagen. Guck mal. Da ist eine Kiste, die wir noch gar nicht kennen. Was ist denn da los? Nehmen wir natürlich alles mit. So. Bits haben wir auch ohne Ende. Das läuft. Das läuft, das läuft, das läuft. Da hinten ist noch eine Kiste. Da ist ein Hirsch. Jetzt kommen wir natürlich in Gebiete, wo wir bisher noch nicht waren, was natürlich cool ist. Ist auch eine Kiste. Aber du merkst jetzt halt auch schon, dass das Kisten sind, die uns jetzt so gar nicht mehr interessieren. Am Anfang haben wir uns über die Kisten gefreut. Jetzt ist es eigentlich so, dass wir sagen, ja, brauche ich jetzt nicht wirklich. Macht mir nur das Lager voll. Haben wir eigentlich Levelpunkte gekriegt? Nur einen. Super. So, ich freue mich jetzt schon auf das Dungeon. Sind wir überhaupt richtig? Ja, wir könnten jetzt hier rüber gehen und dann links rum. Ja, lass uns mal darüber gehen. Vielleicht finden wir hier unten ja auch nochmal was Neues. Oder eine Kiste. Ein Wildschwein. Und jetzt müssen wir sowieso... Wenn ich sie sehe, nehme ich sie natürlich mit, ne? Müssen wir sowieso hier lang. Es kann aber auch sein, wir müssen echt schwimmen. Wir müssen ja eigentlich darüber. Da drüben geht es auch lang. Ich habe jetzt dreimal hingeguckt, ne? So, wir können auf jeden Fall essen. Mein Gott, der Frosch im Hals, der ist, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. So. Kiste lasse ich jetzt stehen. Wir werden Loot brauchen für den Dungeon. Also Lootplatz. Was mich jetzt auch mal interessiert, ist, ob die Dungeon oder die Welt dann schwieriger wird, je besser wir nach oben steigen, also in welcher Welt wir uns dann befinden. Ich meine, wir gehen jetzt dann in Welt 6, weil wir brauchen definitiv jetzt hier die Portale. Dass wir dann wirklich sagen, Kupferplatz 1, Kupferplatz 2 und dann gib ihm. Das ist für mich absolut wichtig.
So. Sehr, sehr nice. Ein absolut schönes Spiel, ne? Wir wollten doch die Kisten gar nicht mitnehmen. Hast du dir umsonst wehgetan? So. Wenn wir jetzt geradeaus zulaufen, sind wir im Dungeon-Gebiet. Da ist ein Pilz, den machen wir weg. Naja. Was wir mit den Sporen machen, habe ich bis jetzt noch gar nicht rausgefunden, ehrlich gesagt. Es wird jetzt dunkel, ne? Aber ist egal, wir gehen ja in den Dungeon. Gobline? Eine Gobline? Das tut mir echt leid. Manchmal? Ich weiß auch nicht. Ah, guck mal, Kupfer. Gut gemacht, Almi. Absolut überragend, mein Großer. Das nehmen wir natürlich mit. Und hier Schnelligkeitsrang. Die benutze ich auch gar nicht, ne? Aber ich denke mal, es wird dann irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo wir sie dann benutzen müssen. Oh, Kupfer ist da. So, da oben ist der Dungeon. Wir kommen direkt spät abends an, das ist sehr gut. So, und dann müssen wir jetzt den Berg nochmal runter. Da ist noch eine Snake. Eine Snake. Da ist der Eingang, oder? Da drüben ist der Dungeon. Und die hinter uns her? Nö. So. Mit Ö. Da geht's rein. Noch ein paar Golems. Hey, ich bin gerade am Hüpfen. Hast du eine Meise? Habt ihr in dem Dungeon gebaut hier? Ihr seid ja Vogelbild. Das reicht dann jetzt auch wieder, ne? Mit hier. Mir einfach auf den Sack gehen. Und die im Dungeon gebaut. Also das ist ja auch... Mein Gott. Ein schlechtes Zeichen. So. Auf geht's. Rein da. Gucken, was das für einer ist. Hallöchen. Glitzerstein. Wir gehen natürlich wieder rechts rein. Sehr gut. Da werden wir uns jetzt gar nicht lange aufhalten. Hast du gut gemacht, Valky. Auf jeden Fall nicht doof anquatschen lassen, ne? Ja, oh, die haben wir, die Leuchtsteine. Sehr, sehr schön. Da bin ich echt gespannt, was wir mit denen machen können. Vielleicht fürs Portal, ich weiß es nicht. Jetzt gehen wir hier gleich rein. Muss mal was trinken, Leute. Es tut mir echt leid, Mann. Und manchmal will er dann einfach nicht weg, ne? Der Frosch. So. Kupfer brauchen wir sowieso immer. Ganz klarer Fall. Wenn wir es ja in den Dungeon holen können. Boah, das ist aber jetzt ein mickriges Dungeon, du. Also bis jetzt ist ja... War ja das andere Dungeon schlimmer hier. Ist jetzt nur Pflanzen hier drin. Aber ich will mich nicht beschweren. Warte, der holt mal. Hi. Renn doch nicht weg. Nur du warst hier drinne? Ja, da würde ich aber auch bissig sein. Wahnsinn.
Sehr gut. Da ist eine Tür. Da geht's nach unten. Da ist auch eine Tür. Da ist auch... Ach, okay. Jetzt. Also wir machen Tür nach Tür nach Tür, ne? Da geht's noch. Sehr gut. Level up. Übel gut. Jawohl, hier haben wir nochmal Kupfer. Lange. Ja, aber läuft gut. Läuft mir richtig gut. Bis jetzt passiert uns eigentlich so gut wie wenig. Wir haben gute Rüstung. Die Rüstung wird auch noch besser. Jau! Das ist der Endboss hier. Oh, den haben wir. Los. Ich dachte, ich krieg den Kupfer nicht. Unfassbar. Bud Spencer würde jetzt sagen, ich habe eine Brösel auf der Schamai. Aber ja, ich habe noch nichts gegessen. Das kann kein Brösel sein. Ich will aber auch nicht wissen, was es ist, was mich da so kitzelt. So, nächstes. Nächstes Türchen. Ist wie ein Nikolaustag, wa? Hinter jedem Türchen verbirgt sich ein Flämmchen. Du hast einen Pfeil in die Wand geschossen, Almi. Was ist denn da los, du? Gar nicht getroffen. Können wir schon wieder essen? So, dann gehen wir links hoch. Dann gehen wir hier geradeaus. Wir gehen das mal. Einschleudern, ich hab's. Wie ist der Spawn? So, Datenblatt. Wir sind in Weltstufe 6 gleich angekommen. Also wir haben wirklich hier auch das Datenblatt bekommen. Da unten ist es. Wir kriegen hier 500 Bits. Die brauchen wir. 700 braucht man, ne? Was? Ne, hier ist nochmal eine Tür. Gehen wir natürlich lang, ne? Denk dran, du hast da noch eine. Oh, bauen wir mal. Okay, wir sind jetzt am Ende angekommen. Almi, machst du das? Danke dir. So, we finished it, Alter. Das ist krass. Also wieder was Gelbes. Für den nächsten Weltboss ist das auf jeden Fall. Dann haben wir jetzt schon mal das für den nächsten Weltboss zusammen. So, schönes Dungeon. Hat am Ende dann doch Spaß gemacht. Wir haben auf jeden Fall aber noch eine Tür offen, wo wir rein müssen. Muss ich noch wieder hier rausfinden. Hier? Nee. Scheiße. Hier? Wenn wir jetzt... Gott. Hier waren wir schon, ne? Ja. Eieiei, was ist denn du? Hier waren wir noch nicht drin. Ich glaube, ja, das ist die letzte Tür, wo wir noch nicht waren. Da steht da der Grümel. So. Dann geht's nach Hause und dann gehen wir direkt in Weltstufe 6 über. Das war's. Ich glaube, wir sind jetzt hier durch das Dungeon durch. Sehr, sehr nice. Wir haben Kupfer gefunden. Wir werden alles gleich aufräumen. Wenn wir Glück haben, ist es jetzt schon wieder Tag. Wenn ich gehe mal pennen. Müssen wir nur wieder rausfinden hier. Ich denke mal, dass wir uns da irgendwie... Maybe? Da geht's raus. Sehr cool. Es wird noch dunkel sein, ja. Also, Portal.
Einmal nach Hause, bitte. So, wir gehen gleich pennen. Und dann geht's für uns schnurstracks in Weltstufe Nummer 6. Wir packen erstmal weg. Moin! Oh, Hallöchen. Schön, dass du gewartet hast. 12 Pfeile hat er hergestellt. Das ist auch sehr gut. Okay, es scheint jetzt echt zu laufen. Wir haben jetzt, glaube ich, eine richtig geile Produktion hier. Kupfer packe ich dir natürlich gerne rein. Haben wir wieder mitgebracht. Dann ist er wieder auch zufrieden. 20 Hammer. Das läuft auch. Wie sieht es bei Steine aus? Da haben wir keinen Malus. Sehr gut. Also wir machen F, 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 F. Hier auch F. Ne? Dann sind wir soweit eigentlich gut durch. Die Federn voll. Die Pilzsporen. Ich weiß nicht, was wir damit machen. Aber wenn wir sie brauchen, würde ich sogar sagen, dass wir so ins Farmen gehen. So. Da haben wir die leuchtenden Steine drin. Den hat man noch, den haben wir noch gar nicht gehabt. So. Dann haben wir Banane. Hier scheint es auch mega gut zu laufen gerade. So, F. Pilzsporn habe ich immer noch da oben, ey. So, bei euch geht alles in Ordnung hier? Ihr habt nichts mehr, alles schon weggekocht. Junge, ihr seid ja überragend. Das ist ja Wahnsinn, du. Kann ich das kurz so machen? Die sind ja vogelwild hier. Das ist ja unfassbar. Warte mal, die nehme ich jetzt mit. Nee, hab ich ja gar nicht. Will jetzt den Saft da leer machen. Wahnsinn, ey. Na, komm mal her. So, läuft. Ab. Levelstufe, Weltstufe Nummer 6. Wir kommen. Wir haben 2. Das heißt, es geht rein. Dann brauchen wir die Pilzschuhe gar nicht nehmen. Die nehmen wir jetzt auf jeden Fall wieder mit hier. So, was bekommen wir jetzt in der nächsten Stufe? Das Portal. Du kannst zwischen Portalen teleportieren, indem du dich vor sie stellst. Portale können außerhalb von Städten platziert werden. Wir brauchen gar keine Stadt bauen. Dafür brauchen wir die Kristallsplitter. Die haben wir sogar. Das heißt, ein Portal können wir bauen. Wir brauchen aber Kristallsplitter. Jetzt muss ich wieder überlegen, wo haben wir die her? Okay, wir haben einen Springbrunnen. Dekoration für den Garten. Ein großes Lagerfeuer legt einen Wiederbelebungspunkt fest, in dem du dich auch für die Nacht ausruhen kannst. Können wir außerhalb bauen. Da müssen wir immer Bretter einstecken haben plus Holzkohle. Da geht es in die Holzkohle. Beleuchtet die Umgebung. Du kannst ungebautes Gelände innerhalb einer Stadt auf die Höhe des Bodens ebnen, auf dem du stehst. Das ist ja mal. Das heißt, wir können hier angleichen, oder was? Terraforming freigeschalten. Leute, ich bin gehypt. Los geht's. Weltstufe Nummer 6. Wir haben das Portal. Oh, da freue ich mich jetzt aber. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo haben wir... Die Steine kriegen wir in Dungeons, ne? Da müssen wir jetzt in Dungeons gehen. Dann ist jetzt vermerkt Dungeons-Zeit. Hier. Material für spezielle Gebäude. Wir brauchen Kristalle. Ja, aber wir brauchen ja 2 Portale. Super. Okay, wir setzen auf jeden Fall jetzt erstmal die Vogelscheuchen. Die war bei Dekoration nicht. Die war hier. Dank der Vogelscheuche werden deine Felder weniger oft zerstört. Und erhöht die Wachstumsgeschwindigkeit. Woran liegt's? Es fehlten uns. Wir haben etwas nicht zum Bauen. Rinde. Leute. Darf ich kurz mal Rinde herstellen? Danke. Das wird aber mal schnell gemacht hier. Du darfst gleich, warte. Es tut mir leid.
Ja, ich muss jetzt aber kurz hier dran. So. Jetzt darf er wieder Bretter herstellen. Ne? Übel gut. Vogelscheuche geht? Geht. Gibt's ja nicht. Wir können was nicht herstellen. Ich stell die direkt hier hin. Ja, die füllt jetzt nicht alles aus. Wir müssen dann beide nehmen, ne? Ich muss fast eigentlich so... Warte mal, ich muss eigentlich so machen. Warte, wir werden einige brauchen. Ich mach's jetzt erstmal. Wenn ich so mache, habe ich eigentlich alle Felder drin. So. Oh, das scheint jetzt aber auch loszugehen hier gleich. Dann werden wir noch eine brauchen. Aber das machen wir später. So, jetzt ist die Frage Portal. Wir setzen uns in unser erstes Portal, würde ich sagen. Und zwar haben wir das hier. Das können wir ja immer noch mal verschieben. Ich würde es jetzt erstmal so hier hinstellen. So. Menü. Und dann brauchen wir das nächste, ne? Ja. Das heißt, wir müssen jetzt noch mal Kristalle farmen gehen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo wir die her haben. Und ich sehe jetzt auch kein Dungeon. Wir müssen aber gucken, dass wir wirklich wieder in diese Richtung hier gehen. Leute, dann werden wir gucken, was ich euch morgen nochmal abbaue. Wir bauen uns jetzt nochmal hier nochmal ein Heim rein. Und zwar das Heim der Valky. Dass wir da mal ein bisschen aufbauen. So, das reicht für die Valky. Ne, warte mal. Und das Navellieren müssen wir uns jetzt gleich nochmal angucken. So, Valky, du wohnst jetzt dann hier. Du baust dir natürlich alles in Stein auf, dass wir das auch mal gesehen haben. Ne? So, du kriegst die erste Steinbude hier. Fenster natürlich. Es sieht schon geil, aber wir gibt keine Steintür, ne? Aber ist ja nicht schlimm. So. Sagte mir gleich, darf ich nicht hinbauen, ne? Es ist so gut, ey. Man kennt halt seine Pappenheimer hier. So. B. Mein Stein haben wir genug. Dafür arbeiten die ja hier auch, ne? Jetzt fast wissen müssen. Oh, das reicht so. Das ist okay. Wir sind ja nicht oft hier in dem Haus. Oh. Dann hier. Dann baue ich dir zwei Fenster. Ich hab grad, Eieiei. So. Auch schon fast ein Langhaus, wa? Für das Ando. So, das passt. Da kommt sie rein, dann stellen wir ihr alles dahin. Jetzt gucken wir mal kurz, dass wir ihr ein anständiges Dach hochzwirbeln. Du kriegst von mir aus das blaue Dach. Das so klein? Das ist größer in Erinnerung gehabt. Aber anscheinend ist es so. Wahnsinn. Ist halt ein Bungalow. So. Und den hier, ne? Ja, dann brauchen wir die Schrägen. Die Steinschrägen haben wir auch nicht. Okay, dann haben wir eine Stein-Holz-Geschichte anscheinend. Ist aber auch nicht schlimm. Ich mag das so, wenn das so ein bisschen Stein unten und ein bisschen anderes oben. Ja,
damit. Die kann ich nicht bauen. Da muss ich jetzt alles in Halbwänden bauen, oder was? Boah, das ist ja übel. Nee, warte mal, du hast doch halbe Steine. Aber das wirkt dann nicht, ne? Wenn wir jetzt gesagt hätten, wir machen da nochmal. Nee, das wäre jetzt nicht schön gewesen. Das muss so. Was verpasst? Was ist hier los? So habe ich jetzt hier eine Lücke. Das verstehe ich nicht. Wieso habe ich hier jetzt eine Lücke drin? Auch hier, guck mal. Ich bin da nicht ganz... Jetzt ist er weg. Ich glaube, ich muss hier was umdrehen. Hat's funktioniert. Hier läuft gerade was nicht. Da werde ich mich später dran machen. Alles cool. Oder ist es halt diese Geschichte hier? Weil die ist ja in sich stimmig, ne? Vielleicht liegt es auch wirklich an dieser Steintür. Kann natürlich möglich sein. Für mich gerade nicht logisch. Ist nicht schlimm. Alles gut. Weil es ist jetzt, es ist halt jetzt so, wie es ist. Wir können es nicht ändern. Es bleibt jetzt erstmal so. Wir setzen hier uns hier oben die Teile hin. So wie es das läuft, oben bleibt Luft. So, Valky, dann holen wir mal dein ganzes Material hier. Was du für dich selber brauchst. Aufwerten zu dürfen. So. Und den Tisch hier. Sehr cool. Dann haben wir das. Wir sind jetzt schon wieder weitaus drüber fast, ne? So. Dann haben wir das Valky-Haus. Absolut göttlich. Bis auf das da. Das werde ich mir aber noch annehmen. Das dürft ihr aber wissen. Irgendwie kriege ich das noch weg. So, Portal ist gebaut. Sehr, sehr nice. Freue ich mich sehr drüber, dass wir das jetzt auch hingekriegt haben. Navellieren wollten wir uns noch kurz angucken. Den Springbrunnen bräuchten wir eigentlich auch, ne? Aber das machen wir jetzt später. Da weiß ich jetzt noch nicht, was ich damit genau anfangen will. Verbesserung, wo ist denn das Navellieren? Hier. Will ich jetzt mal angucken. Jetzt bin ich jetzt hier hinten. Der Boden kann nicht gehoben werden, weil ein Objekt draufsteht. Alter, aber guck mal. Leute, das ist geil. Also ist das nicht... Das ist doch fantastisch, oder? Es ist doch absolut unfassbar gut. Der hebt das jetzt auf die gleiche Struktur. Es ist saustark, ey.
könntest du sogar sagen, dass du das hier auch machst, oder was? Ja, weil ein Objekt draufsteht, ist klar. Aber das ist ja mal absolut geil. Okay, dieses Werkzeug, dieses Tool ist mal... Guck dir das an hier. Oh. Uff da. Das finde ich jetzt aber uncool. Ist das jetzt, weil ich zu... Jetzt bin ich dran, ne? Okay, das ist dann aber so. Oh ne, das geht jetzt so nicht. Okay. Aber du hast dann jetzt auf jeden Fall so eine kleine. Du hast dann trotzdem eine Fläche. Das ist natürlich absolut göttlich. Ah, das kommt gut. Ich kümmere mich jetzt um das Haus. Da unten läuft auch alles hervorragend. Da spawnt auch nichts mehr drin. Der ist mega zufrieden da unten, der Kleine. Kupfermine ist das nächste. Wir gucken mal an, was wir jetzt in Weltstufe 7 kriegen würden. Wie weit wir davon auch weg sind. Ja, einiges jetzt, ne? 1,6. Aber wir bekommen dann natürlich auch hier die kleinen Steinmauern. Es kann sein, dass es wirklich daran liegt. Was haben wir hier? Dann haben wir die Kupfermine in der Levelstufe 8. Ein Haken zum Aufhängen von Gegenständen. Ein Kohlebecken. Zum Lagern von heißen Steinen, die im Hochofen verwendet werden. Alter Schwede. Und dann haben wir einen Kartentisch, um deine Karte mit anderen Spielern zu teilen. Gut, das ist jetzt für uns nicht so die Entscheidung. Blumenbeet. Das ist halt auch schön. Zum Zermalen von Gegenständen. Leute, was kommt denn hier alles noch? Das ist ja Wahnsinn, oder? Levelstufe 22. Ihr Lieben, wir müssen morgen Steine farmen gehen. Ich gehe rüber in das neue Gebiet hier. Wir werden hier dann uns das alles erschließen. Und dann gehen wir morgen einfach mal diese Richtung hier rum. Ja, wir treffen uns hier oben beim Dungeon und gehen dann einfach mal so eine schöne schräge Bogen. So. Ja, so einen schönen Bogen hier. Und gucken mal, was hier so alles noch gibt, ne? Ich bin der Meinung, da wird man noch einiges entdecken. Den Dungeon haben wir fertig. Den Dungeon haben wir fertig. Hallo? Darf ich den jetzt nicht setzen, doch? Warte mal. So, den Dungeon haben wir auch fertig. Absolut geil. Ihr Lieben, danke fürs Zuschauen. Hat Spaß gemacht. Bis morgen.